Oh, Papa ist excited. Wunderbar, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Und willkommen zurück zu einer Folge von einem alten, neuen Format, was man jetzt wieder aufleben lassen kann, wenn ihr darauf Bock habt. Deswegen sage ich direkt, also in den ersten Sekunden des Videos, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu dabei seid, gerne ein Abo, denn es ist soweit. Ich habe Wochen, Monate wirklich damit verbracht, einige Sachen vorzubereiten, die ich euch in den nächsten Tagen hoffentlich zeigen kann. Es geht um die neue Pokémon-Generation. Pokémon Generation 2 ist endlich draußen. Die ganzen Pokémon der Yokoto ist es, glaube ich, Zone, sind jetzt hinzugefügt worden. Das sind mehr als 80 Stück, die jetzt mit ins Game implementiert worden sind. Und dementsprechend sind wir mal richtig happy. Und ich habe gesagt, wenn nochmal die nächste Generation auskommt, dann mache ich das nicht wie beim letzten Mal. Dann fange ich nicht mittendrin an, wenn ich schon 60 Pokémon gefangen habe. Und sag euch dann, ja, jetzt machen wir mal und nehmen dazu nichts auf und sonst wie was. Sondern dieses Mal fangen wir vernünftig an. Dementsprechend gebe ich euch jetzt erstmal, bevor wir zu den ganzen Neuerungen kommen, kurzes Update, wo ich im Moment denn eigentlich mit dem Pokémon stehe. Weil ich habe immer noch so ein bisschen nebenbei gespielt. Jetzt nicht mehr so krass wie früher, aber immer noch nebenbei. Also, ein Sekündchen, wir gucken mal kurz rein. So, da sehen wir schon den Pokédex. Ich scroll jetzt einfach nebenbei hier so ein bisschen durch. Wir sehen, ich habe hier schon einiges mal ein bisschen aufgefrischt. Es gab verschiedene Aktionen auch in der Zeit, so ein Valentinstag, da gab es doppelt so viele Bonbons und auch immer verschiedene Ereignisse wie Weihnachten oder so, wo dann mehr Pikachus gespawnt sind, wo man sich einiges dazu holen muss. Ihr seht, noch habe ich nicht alles tatsächlich. Da oben steht zwar gefangen 156 und 160 gesehen, aber das zählt jetzt schon in die neuen Reihen. Ich habe da schon ein Video aufgenommen, das kommt jetzt die nächsten Tage, wo wir auch ein bisschen catchen gehen. Das werde ich heute nicht mit reinpacken können, denn ich bin ja leider noch eigentlich unterwegs und hatte Termine. Die habe ich jetzt abgesagt, damit ich Pokémon-Videos machen kann, damit wir da abzudrücken Date bleiben, weil ich habe es wirklich, echt Monate habe ich hier noch ein bisschen Sachen vorbereitet, damit wir ein paar coole Videos dazu haben. Und und jetzt kam es raus, wenn ich nicht da bin. Die einzige Zeit in diesem Kackjahr, wo ich höchstwahrscheinlich dann jetzt unterwegs bin, kommt die Kacke raus. Also ihr seht es hier, ein paar fehlen mir noch, ein paar kann man auch nicht kriegen. Zum Beispiel die Nummer 83 ist, im Englischen heißt es Farfetch, das ist der Vogel mit der Zucchini, oder das ist keine Zucchini, so eine Frühlingszwiebel in der Hand, der ist zum Beispiel nur in Asien fangbar. Dann hinter Kicklick fehlt mir noch Nocturne, das ist der einzige, den ich aus den 10-Kilometer-Eiern noch brauche eigentlich. 115 ist auch noch offen, das ist Tauros. Tauros gibt es nur in Afrika tatsächlich. Ich glaube, man konnte die aus Eiern kriegen, aber dann nur zu einem sehr geringen Prozentsatz. Und da bin ich mir nicht 100% sicher mit dem Statement, also wenn das falsch sein sollte, zeigt mir gerne eine Quelle, woher ihr das wisst. Sagt nicht einfach, nee, der stimmt nicht, das weiß ich, sondern vielleicht nochmal eine extra Seite. Auf jeden Fall weiß ich, dass es ein paar gibt, die halt eben in anderen Ländern exklusiv nur sind. Genau, das hier soweit so gut. Erstmal das, was ich euch zeigen kann von meinem Pokédex, wo wir ungefähr sind. Mir fehlen 6, 7 Sachen noch oder so, die man kriegen kann. Die anderen habe ich mir alle erlaufen. Man kann ja durch das Kumpelsystem einfach ein Pokémon mit reinnehmen und dann je nach Kilometer Eier noch selber erlaufen. Und das werde ich dann im Zuge davon eigentlich zu Ende machen. Und im Zuge des neuen Catchens der Pokémon. Jetzt starten wir aber mal in die Neuerungen rein. So, Sekündchen. Ein paar wunderbare Neuerungen, und das ist immer, wenn ich Infovideos mache, sage ich sehr oft das Wort wunderbar, sind mit implementiert worden. Das erste, wie schon gesagt, sind mehr als 80 neue Pokémon. Wir haben das in dem Pokédex, könnt ihr das jetzt auch selber sehen, da könnt ihr runterscrollen und runterscrollen und runterscrollen. Ich glaube, bis zu Pokémon 250... Ich berichtige mich, ich gucke selber nach. 242 ist zumindest das letzte, was ich auf dem Tacho hier habe. 242 gibt es jetzt insgesamt im Pokédex. So Sachen wie Arctos und sonst wie was und Mew und Mewtwo sind immer noch nicht aufgekommen, außer in irgendwelchen Modded-Videos oder so, die gibt es leider anscheinend immer noch nicht. Jeder dachte irgendwie, das ist mit Events verbunden und würde mal kommen, bevor die zweite Generation rauskommt, aber immer noch nichts. Also ich bin gespannt, was da auf jeden Fall noch kommen wird. Ob es mal irgendwie ein Treffen gibt. Viele haben gesagt, Neujahr, dass man sich dann irgendwie in einer großen Stadt trifft. So Berlin zum Beispiel. Und dann nur in einer Stunde oder so in einem Event halt an bestimmten Orten so Mew spawnt. Und man den auch nur da catchen kann. Sowas fände ich halt richtig cool. Naja. Dennoch, wir fangen mal sehr simpel an. Es sind nämlich jetzt mit dem neuen Update Geschlechter hinzugefügt worden. Das heißt, ihr könnt jetzt bei eurem Pokémon nachgucken, ob die denn männlich oder weiblich sind oder ob ihr da, wen ihr da jetzt so eigentlich herangezüchtet habt, sagen wir mal. Denn, ne, you know, Gender und sowas. Außer natürlich bei Ditto. Ditto hat kein Geschlecht, denn ist Ditto. Das, ja, Flüssigkeit. Es gibt eine neue Fangmechanik. Siehe, nochmal die ganzen Wurf-
nochmal die ganzen Curveballs haben sich ein bisschen verändert, der Umgang damit, also man muss sich wieder ein bisschen umgewöhnen, das ist ja schon bei mehreren Updates so gewesen. Aber es gibt auch jetzt unten rechts und unten links eine neue Anzeige und das sind einmal die Pokebälle und einmal Beeren. Und ihr denkt euch jetzt, Beeren? Hä? Es gibt doch nur die Himbeere. Falsch, denn es gibt nämlich auch zwei neue Beerensorten. Und jetzt aufgepasst, das ist nämlich sehr, sehr geil. Mit zu dieser neuen Fangmechanik gehören jetzt nämlich nicht nur der Ball, der sich dann bewegt, sondern die Pokémon selber können sich auch nochmal anders bewegen. Siehe, sie können dann rumfliegen oder nochmal rumlaufen. Und da ist jedes Pokémon dann eigen. Und dementsprechend kann das auch manchmal ein bisschen kniffliger werden, umso höheres Level die haben. Und um das zu verlangsamen, gibt es jetzt die Nanab-Beere. Die Nanab-Beere macht die Pokémon langsamer, sodass, wenn die jetzt irgendwie durchs Bild blinken und ihr gar nichts mehr sehen könnt, also so exzessiv hatte ich es jetzt noch nicht, ich denke mal, das wird dafür da sein, ansonsten ist sie tatsächlich sehr sinnfrei, weil ne, die bewegen sich halt jetzt, aber gehen trotzdem wieder in ihre Ausgangsposition zurück. Das war ja vorher auch schon so, jetzt ist es halt nicht mehr nur einmal springen, sondern halt auch mal rumfliegen oder sonst wie was. Damit macht ihr die eben langsamer und könnt die dann eben ein bisschen mehr fixieren auf den Punkt. Und dann gibt es noch eine Beere, die ich unfassbar gut finde, muss ich sagen. Gerade wenn es jetzt nochmal vielleicht ein bisschen die Euphorie aufkommt, so im Pre-Frühling, ist eigentlich noch sehr kalt, im Pre-Frühling, eine sehr, sehr gute Beere, die Sanana-Beere. Die Sanana-Beere macht nämlich Folgendes, ich hoffe, ich habe das alles richtig ausgesprochen, entschuldigt mich, falls ich da was falsch ausgesprochen habe, ich habe noch nicht alles 100% gefact-checkt. Ich habe zwar Videosequenzen, wo ich ein paar Sachen schon eingesammelt habe, aber ja. Sanana-Beere macht Folgendes. Die verdoppelt die Bonbons, die ihr vom Pokémon bekommt, wenn ihr es gefangen habt. So rum ist es richtig. Heiliger. Siehe, normalerweise, wenn ich ein Pokémon fange, kriege ich 3 Bonbons und das war's dann. Und wenn ich das verschicke, kriege ich nochmal 1 extra. Also potenziell könnte man 4 Bonbons aus einem Pokémon rausholen. Wenn ich jetzt dem eine Sanana-Beere gebe, kriege ich 6 Stück. Wenn ich es aber verschicke, bleibt es weiterhin bei einem Bonbon. Also kann man damit dann 7 Bonbons aus einem Pokémon generieren. Finde ich sehr geil, sehr gut. Gerade bei seltenen Sachen, die man vielleicht nur 1-2 Mal die Woche irgendwie oder an bestimmten Orten sieht und die man dann erfarmen muss. Sehr hilfreich bestimmt und überfällig meiner Meinung nach. Dann noch ein neues Update. Outfits können jetzt gekauft werden und zusammengestellt werden, je nach Geschlecht natürlich, gibt es da verschiedene Items. Hierbei wichtig zu erwähnen, die sind mit den Coins kaufbar. Diese Coins kriegt man ja, wenn man Arenen einnimmt. Da kann man dann jeden Tag einmal looten. Am Tag kann man maximal, ich glaube, 100 Coins insgesamt looten. Das heißt, Arenen einnehmen oder für Echtgeld diese Coins kaufen. Ihr seht das schon, ich habe mich da auch gestern ein bisschen dran vergangen. Einfach nur, weil ich es immer noch seit Monaten aktiv spiele. Ich gebe normalerweise sehr ungerne Geld für Spiele aus. Ich mache das in den äußersten Fällen nur bei Sachen, die ich sehr aktiv spiele. Siehe Overwatch oder halt auch Pokémon Go als App-Spiel, was ich immer noch nebenbei so offen habe. Ja, gerade wegen diesem Lauf-Feature, dann lasse ich es einfach mitlaufen und dann kriegen die Pokémon Bonbons und dann kommt man halt auch ein bisschen weiter. Ist eigentlich ganz cool. Dann noch dazugekommen ist ein neuer Nachtmodus und ein bisschen andere Musik, andere Kampfmusik. Ist alles mit eingebaut worden. Wer sich für sowas interessiert, so be it. Das ist die Information für euch. Da wollte ich jetzt nichts einblenden. Dann auch noch was, worüber wir uns im Prinzip seit Tag 1 beschwert haben für die Leute, die das aktiv gespielt haben oder das mal gespielt haben. Es gibt jetzt insgesamt mehr Bonbons für höhere evolutionierte Pokémon. Siehe Taubsi, 3 Bonbons, Tauboga, 4 Bonbons, wenn man das fängt. Oder halt eben mehr. Ich habe noch kein höher evolutioniertes gefangen, aber das soll jetzt wohl so sein. Siehe Taubos müsste dann 5 Bonbons oder 6 eben geben. Also, das heißt, umso höhere Evolution man fängt, umso mehr Bonbons kriegt man, dann noch irgendwie die Beere drauf, die Sanana-Beeren, dann kann man viel besser farmen und sollte auch vielleicht mal ein bisschen schneller durchkommen. Dann, jetzt, natürlich noch, für die ganzen Freunde und Liebhaber der Apple Watch, es gibt auch für die Apple Watch tatsächlich natürlich Pokémon Go jetzt, es ähnelt ein bisschen Pokémon Pro. Dieses kleine Pokémon-Armband, was man sich erholen kann dazu, gibt es neue Updates nur, damit bessere Connection herrschen und ein paar Bugs und ein paar Textfixes waren natürlich auch noch im Update dabei. Jetzt aber was sehr, sehr Wichtiges noch zum Abschluss, damit ihr auch Bescheid wisst. Es gibt jetzt
Special Items. Viele Pokémon aus der ersten Generation konnten ja jetzt mit der zweiten Generation noch eine dritte Entwicklung haben. Es gibt ja nie mehr als 3 Entwicklungsstufen. Das habe ich schon mal falsch gesagt, da haben mich viele Leute verbessert. Danke dafür tatsächlich. Habe ich draus gelernt, wusste ich nicht, habe ich falsch gesagt und habe mich danach nochmal informiert. Also siehe, von manchen Pokémon gibt es jetzt noch eine dritte Evolutionsstufe, die freigeschaltet werden kann mit der zweiten Generation. Aber ich, Dummkopf Magisek, habe eigentlich schon verhältnisweise richtig gehandelt und habe mir angeguckt, oh, wo kommen denn jetzt die dritten Stufen von welchen Pokémon? Siehe zum Beispiel Pokémon wie Lamos haben noch eine dritte, oder Phlegmon haben noch eine Weiterentwicklung, eine dritte, oder Sepa und so, und habe mir dann die alle schon gefangen und habe die dann aufgestockt auf 100 Bonbons oder 50 Bonbons, wo ich dachte, das wäre der nächste logische Schritt. Siehe, die hatten eine Evolution, da konntest du das erste Mal entwickeln ab 25 Bonbons, dann habe ich mir 50 geholt, weil ich dachte, das ist die zweite Entwicklung, und das ist auch in den meisten Fällen ganz gut eingetroffen. Aber entscheidende Neuentwicklung jetzt hier sind Evolutions-Items. Viele Items, die jetzt verwendet werden müssen oder verwendet werden, sind Evolutions-Items. Das sind neue kleine Items, die sind dazugekommen. Siehe, wenn ihr dann zum Beispiel auf mal Phlegmon klickt, dann habt ihr die Evolution weiter zu Lamus, die wir auch schon hatten. Und dann gibt es jetzt noch eine dritte Entwicklungsstufe. Tut mir leid, ich habe gerade den Namen nicht rausgesucht. Fleck King, keine Ahnung, sieht im Prinzip aus wie Lamus, nur hat jetzt die, ne, auf dem Kopf. Dazu braucht man eben einen bestimmten Gegenstand. Das nennen sich die Evolutions-Items, oder wenn ihr draufklickt und das Spiel auf Englisch habt oder auch auf Deutsch, steht da, you need a special item. Diese Special Items, um das schon mal zu klären, kriegt man von Pokestops. Die sind aber sehr, sehr, sehr selten. Nicht so Hyperball selten und die kriegt man so recht wenig, sondern wirklich fucking selten. Also ich habe jetzt auch schon gegrindet den Tag, die Folge seht ihr die Tage. Ich habe noch immer keins. So, ich habe schon viele Bonbons ready und einige habe ich jetzt euch mal schon rausgeschrieben. Das sind definitiv nicht alle, denn ich habe auch schon Pokémon gesehen, die noch andere Items brauchen, um sich weiterzuentwickeln, und die habe ich noch nicht in dieser Liste gefunden. Aber es ist schon mal ein kleiner Überblick über 5 dieser Special Items und welche Pokémon damit weiterentwickelt werden können. Und die gebe ich euch jetzt einfach mal. Ich habe nämlich einmal, das sind die englischen Namen, tut mir leid, wie gesagt, man kann die nicht in der App nachgucken, wie sie denn in Deutsch heißen, und ich habe noch keine, deswegen habe ich die deutschen Übersetzungen. Da sind ein bisschen schwierig, ich würde es wortgetreu übersetzen, aber das ist meistens ja nie richtig. Deswegen fangen wir einfach an. Metal Coat ist ein kleiner Gegenstand, wie gesagt, das Special Item für Onyx und Sichlor. Onyx kann mit 50 Bonbons weiterentwickelt werden zu Stahl-Onyx, ist es, glaube ich, im Deutschen, und Sichlor zu Stahl-Sichlor. Dementsprechend haben die das gleiche Special Item. Dann haben wir Dragon Scale. Dragon Scale, damit kann man Seemon weiterentwickeln in Seeking, ist es, glaube ich, dann am Ende. Ja, seht ihr immer, wie das aussieht, wenn ihr die einzelnen Pokémon mal anguckt, oder ich schau mal, ob ich euch das irgendwie zumindest ein bisschen einblenden kann, damit ihr versteht, was ich meine. King's Rock benutzt man, um Phlegmon weiterzuentwickeln, und Quapuzzi, das gibt hier dann bei Quapuzzi tatsächlich potenziell eine 4. Entwicklung, muss man sagen, aber es ist, weil es von Quapuzzi kommt und nicht Quappo, ist es dann auch nochmal eine zusätzliche 3. Entwicklung, also nicht, dass Quappo sich noch weiterentwickelt. Ich glaube, Quappo war der letzte der Entwicklungsstufe, falls ich mich wieder vertan habe. Die bringe ich immer durcheinander. Sorry. Dann gibt es den Sunstone, also den Sonnenstein. Damit könnt ihr Duflor weiterentwickeln. Der hat auch noch eine neue 3. Entwicklungsstufe dann. Und es gibt Sonnkern noch als neues Pokémon der 2. Generation, was auch schon verified ist, dass es den Sunstone eben braucht. Und dann gibt es noch den Upgrade, kleines Special-Item Upgrade. Das braucht ihr für Porygon, um den zu Porygon 2 zu entwickeln. Der wird dann von eckig zu rund. Und das ist im Prinzip die ganze Chose. Ja, muss man sagen. Eigentlich habe ich davon, glaube ich, jetzt alle genannten schon fertig. Die Bonbons sind auf jeden Fall alle vorhanden. Mir fehlen tatsächlich nur die Special Items. Das wird auf jeden Fall ein harter Pokestop-Grind, sage ich mal. Aber vielleicht auch mal ganz schön, um die wieder ein bisschen mehr in eine Interaktion zu bringen mit dem Spiel. Das war's als kleines Update mal von mir von der Seite. Jetzt schnibbel ich das alles zusammen und bringe euch das heute noch tagesaktuell an diesem wunderbaren Samstag, damit wir auch dabei sind,
Ich muss mal gucken, ich probiere jetzt abends immer noch ein bisschen was aufzunehmen, euch noch ein paar Updates zu geben. Es gibt noch viel mehr Informationen, Evoli-Tricks und sowas. Das packe ich aber alles in ein anderes Video und gehe dann auch noch mal ein bisschen raus und catch ein paar neue mit euch. Ich habe schon ein paar gefangen, da gibt es für euch eine Zusammenfassung, damit wir, wie gesagt, von Anfang an jetzt alle Sachen mal mitnehmen. Schauen wir mal, ich mache mal kurz hier. Alle Sachen mal aufgezeichnet haben von der zweiten Generation, das habe ich euch ja versprochen. Ich probiere es dann jeden ungefähr zweiten Tag jetzt zu bringen, weil ich leider, wie gesagt, nicht da bin. Bis Ende des Monats bin ich unterwegs und ich probiere es so ein bisschen vorzuproduzieren. Vielleicht schaffe ich ja jetzt dann irgendwie was noch auf dem Weg. Es tut mir leid, sorry, ich kann leider dieses Update nicht kontrollieren. Ich wollte es hier machen, mit Paluten dann auch machen, mit den Jungs aus dem Büro mal rausgehen. Das Update ist jetzt gekommen, wenn wir alle nicht da sind. Ich glaube, momentan ist auch, obwohl es Samstag ist und ich glaube, Revi sollte auch wieder da sein, ist keiner im Büro. Izzy ist, glaube ich, auch noch weg. Und Felix ist jetzt noch 2 Wochen in Japan. Also, und keine Ahnung, was Paluten macht. es ist doof gelaufen mit dem Update. Es tut mir sehr leid. Da hätte man viel coolere Videos machen können. Ich habe mich echt Monate darauf vorbereitet. Aber wenigstens probieren wir jetzt trotzdem ein bisschen was zu catchen. Dankeschön fürs Zugucken. Lasst, wie gesagt, einen Daumen da und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. In höchstwahrscheinlich 2 Tagen zu Pokémon. Da gibt es dann noch ein kleines Update. Denkt nicht, dass wir stillstehen. Da geht es richtig ab, denn es wird immer noch nebenbei gecatcht und ihr kriegt alle Updates von Sachen, wo ich gerade nicht die Kamera dabei habe. Los geht's. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Bis morgen. Haut rein. Tschüss.